Hallo Leute, willkommen zurück bei Pokémon Feuerrot. Ein Magneton, dann will ich bitte wechseln zu Arcani. Moment, was hat... Oh! Willkommen zurück, Raichu. Cool. Dragonier zurück, los Arcani. Und ich frage mich, wo wir eigentlich sind. Dann sind wir bestimmt in diesem Pokémon-Haus drin. Zack, Magneton tot. Bams! So, Level Up für Arcani. Sehr schön. Ja. Voltoball. Moment, Raichu kann doch Dingens. Schaufler. Glaube ich. Komm. Bitte Raichu. Jawohl. Schön, es bewährt sich auch schon. Passt. Ah, hör auf damit. Los, töte es! Tja! Bams! Wieder Pokémon spielen, das macht doch Spaß. Ja, es ist auch schon wieder ein bisschen her seit dem letzten Part, wo ich Arctos total episch gefangen habe. Moment jetzt. Jetzt kann ich doch einfach, wenn Shana die Schalter richtig betätigt hat, kann ich jetzt das hier. Glaube ich. Gegen den will ich eigentlich nicht kämpfen. Nee. Oh, Item nehme ich mit. Carbon. Oh. Schön. Oh, da haben wir eine ganze Menge Scheiß. Wenn ich doch gar nicht benötigt, das gebe ich Smetbo. Jawohl. Oh, perfekt. Das gebe ich dann meinem Aquana. Danke bitte. Initiativwert. Gebe ich auch meinem Aquana, glaube ich. Ja, ich glaube schon. So. Aber weiter geht's. Hier. Und das müsste der Keller sein jetzt. Und das ist die Tür, wo ich hin möchte. Und ich will nicht kämpfen. Geh weg. Gut. Ja, blödes Pokémon. Oh, ein Fukano. Ja doch, das ist süß. Aber ich will dich nicht bekämpfen. Ja. Moment, ich werde... was werde ich? Arcani ist das... nee, das ist dumm. Ich setz Aquana nach vorne. Einfach wegen einem höheren Level und dass ich einfacher flüchten kann. So. Diesen Schalter drücken, ja bitte. Du dreh dich um, danke. Ah, jetzt muss ich hier durch, verstehe. Also ich hoffe jetzt, dass das stimmt, also. Oh. Weißt du was, Fukano? Du hast dir einen falschen Gegner ausgesucht. Aquana, zeig ihm, was du kannst. Surfer. Was? Vernichtet. Und Volltreffer sogar. Wow, Aquana. Holy crap. So mag ich dich, mein Liebes. So, dann hier. Oh, wow. Wow. Ich will nicht gegen. Hallo, ich stand 3 Kilometer weit weg von dem. 3 Kilometer. Hey, komm, leck mich doch. Nur 2 Pokémon, na gut. Ja, das machen wir mit Eisstrahl. Zack. Ja, ist nicht effektiv, aber macht doch guten Schaden. Was zum? Nein, Aquana, bitte. Wow. Sieht wenig ab, hätte ich nicht gedacht. Cool. Und tot. Erfahrungspunkte für unser schönes Aquana. Und ein Elektroball. Jo, ist wieder Raichus Part. Jo. Ja, da Raichu jetzt lange Zeit auf der Box verbracht hat. Also ja, so lange war das jetzt auch nicht, aber egal. Ja, hat es ein bisschen wenig Erfahrung abgekriegt. Was eigentlich auch klar ist. Es ist paralysiert, was nicht gut ist. Verdammt. Ich versuch's trotzdem nochmal mit Schaufler.
Was wollte ich sagen? Ja genau, wenig Erfahrung abgekriegt und deswegen... müssen wir es jetzt ein bisschen trainieren. Ja, weil... Ich weiß, ich habe immer mit Pikachu und Raichu abgelästert, aber... Im Großen und Ganzen ist es doch ganz cool. Wenn ich jetzt angreifen... hätte können. Raichu, komm schon. Hallo. Raichu, hallo. Bitte. Ja. Jetzt musst du nur noch angreifen, dann bin ich voll und ganz mit dir zufrieden. Bitte. Danke, Raichu. So. Ja, ich dachte mir schon, dass du mich nicht enttäuscht. Weil du bist ja doch cool. So. Aber... Ah ne, ja, Aquana ist nach vorne, das passt. Gut, ich überlege... Ah, du nerv mich nicht. Blödes Fieder. Flüchten, danke. Und wir gehen hier entlang. Moment, das sind überall Wege. Was ist das? Oh, Blizzard. Oh, Blizzard, Moment. Das will ich doch haben. Meines. Blizzard. Nein, das hier. Ja, das würde ich doch... Nee, bei Aquana möchte ich gerne den Eisstrahl behalten, weil... Ja. Also mein Aquana ist, so. Dafür vergisst du bitte die Windhose. So. Schönes Dragonier. Du erlernst Blizzard. Sehr schön. Aber zurück zum Spiel. Hier links kommen wir nicht vorbei. Die wir wissen zur Statue oben rechts. Hoffe ich zumindest. Ja, nerv uns nicht. Und ich schaue auch gar nicht nach, ob wir Schutz haben, echt. Ja, wir haben bestimmt keinen. Wie könnte es auch anders sein? Aber da jetzt wieder mal ein Feuer-Pokémon kommt, wird Aquana zeigen, was es drauf hat. Ja, ich weiß, es ist ja Wasser gegen Feuer und 6 Level höher, deswegen ist das keine große Leistung, aber trotzdem. So, Maiden, bitte aktivieren. Danke. Oh. Lasst uns doch alle in Ruhe. Ja, so Level 34 Viecher könnte man schon besiegen für wegen bisschen Erfahrung und so weiter, aber. Dauert mir echt zu lange. Wirklich. Und, ich glaube, die Arena auf dieser Insel ist doch eine Feuer-Pokémon-Arena, nicht wahr? Mit anderen Worten, was ist das hier? Oh, der Arena-Öffner. Cool. Ja, die Arena ist doch eine Feuer-Pokémon-Arena, mit anderen Worten. Aquana wird das so ziemlich gut machen. Was Luft unmöglich? Was Ey, verarsch mich. Oh. 38, tut mir... What? Ja. Fick dich. Ja, schön. Akani, los, töte es. Räche unser tolles Aquana. Los, verbrenne das Ding. Es hat's nicht anders verdient. Gleich nochmal. Los. Zack. So ist gut. Und ich setze unser kleines Metbo nach vorne. So. Was gibt's hier unten noch? Noch etwas. Ja, natürlich ein wildes Pokémon. Nein, ich will nicht kämpfen. Entkommen, dankeschön. Fair. Solarstrahl. Nee, ich weiß nicht. Nee, es ist Shaunas Pokémon. Sie kann Bisaflor selbst beibringen. Was sie möchte. Was will ich eigentlich? Was mache ich eigentlich? Haben wir ein Fluchtseil? Weil ich glaube, das war alles, was man hier kriegen kann. Fluchtseil. Passt, es funktioniert sogar. Und ich habe noch keine 10 Minuten verbraucht, das ist cool. Moment. Noch was nachsehen.
ist das nicht hier? Moment. Da, da wär's. Wo ist mein... Nee, oder? Ja, nur melde dich bitte. Ja, ich will kurz was nachsehen. Ja, da hat sich mein Pokémon geschnappt. Verdammt. Verdammt. Ja, geh jetzt da rein. Ich habe noch 5 Minuten. Ja, mit der Arena zu beginnen lohnt sich wohl nicht. Glaube ich. Oder? Ah, ich weiß es doch nicht. Auf jeden Fall für diese Arena müssen wir Aquana haben. So. Was willst du eigentlich? Forscher mit ausgehört. Ja, von mir aus. Interessiert mich nicht. Bin ich dumm. Ja, ich werde nicht mehr viel erreichen in der Arena, aber ich könnte schon doch ein bisschen den Weg ebnen. Hallo du Typ, du. Was hitzköpfig? Ja, von mir aus. Feuerheiler. Gutes Stichwort, haben wir Feuerheiler. Wäre noch cool. Eisheiler brauchen wir bestimmt nicht. Hyperheiler. Ah, wir haben Hyperheiler, das passt schon. Hallo. Was? Ich war ein Dieb. Schön für dich. Ich will bloß kämpfen. Bam! So will ich kämpfen. Du hast 3 Pokémon. Schön. Level 6. Oh, gute Level. Gute Level. Das sind schöne Spielgefährten für Aquana. Surfer. Erstes Pokémon. Ist gleich Geschichte. Ja. Ja, komm, mit Aquana ist das alles kein Problem hier. Ein Vulpix. Oh, ganz okay. Und nochmal Surfer. Ja, allein mit der Attacke Surfer kann so eine Arena geknackt werden. Und dann, oh, ein Vulnona. Auch nicht schlecht. Das ist bestimmt schneller als mein Aquana. Ja gut, mit Druckzopie auf jeden Fall. So. Und Level 37 für Aquana. Ja. Und, what the fuck. Viel Erfahrungspunkte. Geil. Ralf wurde besiegt. Und eine Menge Kohle. Wow. Und du. Was ist vorhin aus... Ich hab dir nicht zugehört. Kann eh nicht wichtig sein. Streber Ulle, Ulle. Ulle. Nochmal ein Vulpix. Immer dasselbe. Aber Aquana kann bloß 15 Mal Surfer einsetzen. Naja, was soll's. Mit Raichu könnten wir eigentlich auch noch ein bisschen was reißen in der Arena. Weil wegen seinem Schaufler und so weiter. Aber... Ja, das darf jetzt. Das darf jetzt Aquana machen. Und nochmal ein Vulnola. Schön, das gibt wieder eine Menge Erfahrungspunkte. Geil. Und wir sind sogar schneller. Ich dachte, die Initiative von Vulnola sei so extrem hoch. Ah, ich weiß doch nicht. Vielleicht verwechsel ich da auch wieder was. Bam! Ist wieder so viel Erfahrung. Was? Au, scheiß. Ja, du mich auch. Nee, ich gehe die Pokémon heilen. Also, ich brauche sie eigentlich gar nicht zu heilen. Wenn ich Äther oder sowas dabei hätte, könnte ich auch Aquana Surf einfach so wieder regenerieren. Oder habe ich das vielleicht? Ach, egal. Auf jeden Fall, Jana kann... Shauna kann, tut mir leid. Sie kann mit voll und total gestärkten Pokémon antreten. Bin ich nicht nett? Na, bin ich nicht nett? Ja, ich bin verdammt nett. Ha! Ja, ja, ich kann auch nett sein, wer hätte es gedacht. La, 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 la. Ja, war klar, als Austin auch bereits hier war. Wen wundert's? Mich nicht. Aber, Moment, ich bin doch ein bisschen fies. Haha. So.
Und dass Aquana nicht gleich zu unter steht. So. Und weil ich Raichu nicht wieder benachteiligen möchte. So. Mach nichts. Hey, du sollst mich schon sehen. Ansprechen. Du hast keine Chance. Gut, das ist ein schönes Abschlussbild und hier wird auch Sean das nächste Mal weiterspielen. Wir sehen uns im übernächsten Part. Macht's gut, bis dahin und tschüss.